Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu diesem Video. Es gibt mal wieder ein Vlog. Ich versuche das jetzt eigentlich irgendwie hinzukriegen, dass wir wöchentlich jetzt Vlogs machen. Und ich habe ja euch beim letzten Mal die völlig bescheuerte Idee erzählt, dass ich mir auf meinem Balkon, Dachterrasse wie auch immer, einen Pool hinstellen möchte. So einen kleinen Pool, der keinem wehtut. Freunde, heute ist der Tag. Ich habe mir einen Pool besorgt und wir testen den ganzen Scheiß einfach mal. So, folgendes Prinzip ist jetzt. Dieser Balkon ist 2,20 Meter mal 6,15 oder sowas. Und der Pool, den ich habe, ist 2 mal 1,50. So, ist also alles kein Problem. Sollten wir hinkriegen. Aber ich habe ja euch schon gezeigt, dass ich mir hier einen Rasen gekauft habe. Und der schließt aber nicht ganz mit dem Balkon ab. Der muss erst zugeschnitten werden. Das heißt, ich muss den Rasen, jetzt obwohl ich ihn noch nicht zugeschnitten habe, so hinlegen, dass ich den Pool dann aufbauen kann, ohne dass ich den dann nochmal verrücken muss. Weil wenn der erstmal voll mit Wasser ist, dann kann ich den eh nicht mehr bewegen. Das heißt, erstmal muss ich den ganzen Scheiß hier vom Balkon räumen und dann den Teppich, also den Rasen quasi richtig hinlegen. Das wird jetzt erstmal das erste Problem. So, jetzt erstmal alles anständig ausgefüllt in den Ecken. Wie gesagt, das müssen wir noch eigentlich schneiden und hier die Zeile direkt hier dran. Da soll ja eigentlich der Rest des Rasens dran kommen, der hier zu weit übersteht. Naja, so, dann gucken wir mal rein. Ich hoffe, der ist nicht kaputt oder sowas. Das hat man ja ab und zu mal bei diesen Dingern, dass irgendwie ein Loch drin ist oder so eine Scheiße. Naja. Übrigens, 20 Euro hat das Ding gekostet, ja. Also das ist wirklich einfach nur aus dumm, einfach nur aus Gag eigentlich. Mal testen, ob das so funktioniert. So dachte ich. Ich könnte den zwar auch noch da an die lange Seite stellen, aber dann glaube ich, geht die Tür nicht mehr richtig auf. Also es ist halt scheiße. Und ich glaube, so ist es noch am besten. Oder wir nehmen den Grill weg. Kann ich wirklich hinten, bis hinten ran? Dann kann man den Grill, obwohl denn, wenn man den grillt, dann kriegt man ja hier alles in die Fresse, das ist auch irgendwie blöde. Also so hätte ich jetzt noch gedacht. Ja. Ich kann hier erstmal aufpusten und dann können wir ihn immer noch verschieben. So, das hat jetzt erstmal ewig gedauert, ehe ich meine Pumpe hier gefunden habe. Ich habe ja so einen kleinen Extra-Raum, wo alles Mögliche drin ist. Und das hat jetzt erstmal gedauert. Ja. Aber jetzt habe ich die Pumpe dafür. Mal gucken. Kein Problem. Läuft. Die Nachbarn denken wahrscheinlich auch, Alter, was ist das für ein bescheuertes Geräusch? Und warum kommt das hier die ganze Zeit? Und was macht der Penner da oben? Ja gut. Das ist schon ganz schön groß, das Ding. Aber viel kleiner geht auch nicht. Scheiße, ey. Richtig dämlich. Wieder richtig. Das ist wieder so eine typische Martin-Aktion, die ich hier bringe. Richtig dumm, aber einfach mal testen. Mein Bruder meinte schon, das Aufpusten ist noch nicht mehr das Problem, aber das Vollmachen mit Wasser, weil ich habe keinen Wasserschlauch und ich dachte mir so, ja, nehme ich mal ein paar Eimer, ne? Ein paar Eimer und dann mache ich das, aber ich glaube, das werde ich gleich bereuen. Ja, so muss ich es glaube ich stehen lassen, anders geht es nicht. Ja. Das ist so lässig, ey. Richtig dumm, aber lässig. Also ich würde sagen, ich habe da jetzt Wasser drin. Was will ich jetzt noch probieren? So, nach 5 Eimer, glaube ich, habe ich jetzt maximal den Boden. Es sind aber auch kleine Eimer. Ich habe leider nicht so große Eimer, aber also es funktioniert. Aber ich glaube, ich brauche da jetzt einen ganzen Tag für. Okay, also mit der Aktion bin ich auf jeden Fall noch Jahre beschäftigt. Deswegen werde ich das jetzt doch anders machen. Ich fahre jetzt zu meinen Eltern, hole einen Schlauch und hole mal irgendwie einen Laken oder so, dass ich das abdecken kann. Ich habe hier oben übelst Probleme mit Vögeln, Tauben, eigentlich vorzugsweise Tauben. Habe ich nicht nur hier oben, sondern teilweise auch in den Wänden, aber das ist eine Story. Ach, Leute. Ja, deswegen probiere ich das jetzt erstmal. So. Also, wir haben jetzt Schläuche, wir haben Übergangsstücke. Ich muss die Schläuche nur aufwickeln hier. Und dann müsste das klappen alles. Thank you.
Einsatzbereich. So, ich habe jetzt hier diesen Übergang hier dran geschraubt und ja, hoffe jetzt aber mal, dass das funktioniert. Also liegt jetzt hier schön ein Schlauch durch die Bude. Mal schauen. Ich drehe jetzt hier mal Wasser auf. Okay. Der Schlauch ist hier schon mal undicht. Läuft. Okay, Leute, das sieht gut aus. Es läuft, Freunde, das kühle Nass. Einige von euch fragen sich wahrscheinlich, warum stellt der Typ sich denn immer so saudumm an? Natürlich klappt das. Das ist ja nur ein Stecksystem und das ist doch voll simpel und das mache ich jeden Tag. Ja, aber ich bin ein Vollidiot. Zwei linke Hände und so. Ich kriege sonst nichts auf die Reihe. Aber ich freue mich dann einfach mal, wenn ich mir irgendwas denke und es klappt. Ich weiß, für einige von euch ist es vielleicht übel simpel. Für mich ist es, als hätte ich gerade eine ganze Stadt erbaut. Kann ich nur hoffen, dass das Dach hält. Nicht, dass der Pool gleich eins tiefer liegt. Also die Wohnung kracht ja auch nicht ein, nur weil du die Badewanne voll machst. Und so denke ich mir das mit dem Ding auch. Hier drunter ist ja nun mal eine Wohnung. Und warum soll das Dach einstürzen, wenn ich quasi eine Wanne voll mache? So, und jetzt kann ich genüsslich hier sitzen und warten, bis die Scheiße voll ist. Oder bis die ein Stockwerk tiefer ist. Je nachdem, was als erstes passiert. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Ich habe gerade die Smackdown-Review hochgeladen. Ja, gibt's also dann immer, wie ihr das kennt, auf Supportingly, auf Patreon und auf Twitch als Abonnent könnt ihr das alles gucken. Immer die Exklusiv-Videos hier für die Leute, die einfach zu viel Geld haben und Langeweile und mich unterstützen wollen. Also ja, das ist immer eine coole Nummer. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt online und ich springe jetzt nochmal in den Pool. Hier, ich habe versucht, den mit dem Laken noch abzudecken hier über Nacht, dass das halt nicht als Einladung für die ganzen Viecher hier gilt. Und ja, ich hau mich da jetzt erstmal rein. So, Freunde, dann wird mal ein bisschen geplanscht hier. Ich chill jetzt hier eine Runde in den Pool. Auch dadurch, dass es hier so ein dickes... so eine dicke Polsterung ist, kann man sich hier übelst gechillt hinlegen. Richtig geil. Und außerdem werde ich jetzt erstmal ein paar Kommentare kommentieren. Willkommen bei der Fuck-Ausgabe für heute. Denn ich habe ja gesagt, alle Kommentare unter meinen Vlogs werden denn dementsprechend hier behandelt. Ich bin jetzt gerade unter dem Vlog, warum keine Fuck-Videos mehr kommen. Ich habe zum Beispiel einer, weil ich immer pumpen gehe, Lauch. Ich weiß auch, dass ich ein Lauch bin. Ich bin eigentlich viel zu dünn. Ich gehe jeden Tag zum Sport und mache eigentlich auch ordentliches Training. Aber mein Problem halt, wie immer, ich esse viel zu wenig. Ich habe jetzt so die letzten 2-3 Wochen mir mal angewöhnt, auch mal zu frühstücken. Aber das Essen ist einfach immer noch viel zu wenig. Also ich müsste wahrscheinlich mindestens das Doppelte von dem verzehren, was ich eigentlich mache. Das heißt, ich esse jeden Tag, obwohl ich esse, im Defizit. Und so kann ich nun mal nicht mehr als ein Lauch werden. Aber ja, wen so ein bisschen sollte da schon noch gehen. Mir hat jemand gefragt, ob ich in meinem nächsten Vlog darüber reden kann, ob ich eine Religion habe. Wenn ja, welche? Ich bin jetzt nicht irgendwie Christ oder sowas. Ich glaube zwar schon an irgendwas Höheres, also an mich selbst. Nein, aber also ich bin jetzt nicht irgendwie, ich gehe jetzt nicht zur Kirche oder irgendwie sowas. Dann schreibt dir einer, was ist das für eine Narbe am Hals? Willst du die nicht entfernen lassen? Also die Narbe, die ich hier habe, die habe ich seit meiner Geburt. Und ja, wer so eine Geburt kennt, der weiß, wie das funktioniert. Das heißt, erst kommt der Hals, dann kommen die Schultern. Und als halt mein Kopf schon draußen war, kam danach natürlich meine extrem krass breiten Schultern, das weiß man ja. Ja, und dann hat sich der Arzt aber noch entschlossen, währenddessen einen Dammschnitt zu machen und hat mir in den Hals geschnitten. Millimeter weiter und das wäre es denn gewesen mit mir. Aber ja, eigentlich ist bloß diese Narbe da zurückgeblieben. Aber er schreibt hier schon, ist nicht böse gemeint oder so, ne? Ich sehe auch nichts Böses, alles cool. Und ob ich die halt mal weglassen machen möchte? Ja, eigentlich schon. Also mich nervt es selbst, weil halt die Leute immer da hingucken. So, ja, ist halt ein Narbe. Habt ihr sowas noch nie gesehen? So, ne? Also, ja, es nervt mich schon. Deswegen, irgendwann werde ich da bestimmt mal was machen lassen.
Hier hat jemand geschrieben, sorry Bro, aber das ist wirklich ein dummer Kommentar. Bin kein Experte, aber die Übung bei 4 Minuten wurde komplett falsch gemacht, aber Hauptsache Eiweiß nehmen. Und das ist auch, ich bin kein Experte, aber das ist komplett falsch. Also, du sagst doch schon im ersten Teil des Kommentars, dass du gar keinen Plan hast und nimmst dir dann aber raus, doch zu meinen, dass du einen Plan hast oder dass das, was andere sagen, falsch ist. Ach, Freunde. Statt einer am Livestream kann man manchmal 100 Mal eine Frage schreiben und du beantwortest sie nicht. Das ist natürlich gerade, wenn wir WWE spielen oder so, ein bisschen schwierig, weil da sind wir ja manchmal fast 1000 Leute oder so. Da denn eine Frage reinzuschreiben, kann sein, dass ich das dann überlese. Aber ansonsten, Rob, schreib einfach rein in jeden Livestream. Ich gucke eigentlich immer in den Chat. Der Chat ist das Einzige, warum ich die Livestreams überhaupt mache. Ich könnte auch alleine zocken. Hier, das ist auch gut. Martin, du sagst immer, du kannst von den Werbeeinnahmen von YouTube schlecht leben. Große Wohnung und Dachterrasse, fette Karre am Start. Läuft bei YouTube wohl doch nicht so schlecht finanziell gesehen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das einige Leute glauben. Aber da ist der Schein manchmal mehr als sein. Denn ihr dürft mal nicht vergessen, wie günstig Mieten in Kleinstädten sind. Ich habe nämlich die Wohnung, die ich hier habe, würde in Berlin bestimmt so 1600 € im Monat kosten. Und hier kostet die um die 600 warm. Also das ist einfach überhaupt kein Vergleich. Deswegen macht das vielleicht den Anschein, aber es ist nicht so. Das Auto ist zwar eine fette Karre, aber das Ding ist 15 Jahre alt. Und das heißt, das habe ich bei eBay Kleinanzeigen für einen Schnapperpreis geschossen. Da bezahle ich auch nichts ab oder sowas, sondern das konnte man einfach so bezahlen. Also das war jetzt auch nicht das. Und wenn man das Auto einmal hat, dann hat man es halt. Und von daher habe ich da auch keine monatlichen Ausgaben, außer jetzt vielleicht Sprit. Sprit ist teuer, der frisst so viel. Also Freunde, lasst euch da nicht von dem Schein trügen. Manchmal ist das nämlich nicht alles so, wie es aussieht. Oder ja, es ist ganz einfach. An manchen Stellen in Deutschland ist es halt einfach günstiger zu leben als in anderen. Deswegen kann man sich so eine fette Wohnung mit Dachterrasse leisten. Ja, ist halt einfach günstiger als bei dir dann wahrscheinlich zu Hause. Ich schreibe noch einer, rede mal mehr über das Wrestling-Training. Das habe ich auch vor. Ich will euch auch ein bisschen mehr mitnehmen, denn wenn ich jetzt mehr Vlogs mache, auch ins Wrestling-Gym und so, wie wir arbeiten, an was man so denken muss, vielleicht auch ein bisschen was zeigen von meinen Schülern und sowas. Das kann man auf jeden Fall auch mal machen. Deswegen, ja, wenn ihr mehr von den Vlogs sehen wollt, dann immer fleißig kommentieren, fleißig Daumen hoch und so. Ja, ich habe da kein Problem mit. Ich bin da gerne bereit. An alle Leute, die ich jetzt hier nicht vorgelesen habe, haut einfach das Kommentar oder eure Frage oder so nochmal in die Kommentare. Denn kommt ihr vielleicht dann beim nächsten Mal dran. Weil ansonsten würde ich jetzt hier stundenlang noch liegen und eure Kommentare beantworten. Das ist zwar auch cool, aber Freunde, dafür sind auch die Livestreams da. Und ansonsten gerne einfach nochmal einen Kommentar raushauen. Und dann würde ich sagen, was ist jetzt erstmal mit dem Video? Ich werde jetzt mich wieder zum Sport machen und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Gerne einen Daumen nach oben und ein Abo raushauen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann macht nicht mehr so dolle, Freunde. Wir sehen uns. Haut rein und tschüssi.